Hey, liebe X-Tern-Freunde, ja, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X und schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, es geht weiter mit Final Fantasy X. So, ja, wir wurden in der letzten Folge ziemlich krass attackiert von Sin. Ganz Fennekent wurde den Erdboden leicht gemacht. Das ist alles, was hier jetzt noch übrig geblieben ist. Ja, ich habe auch schon ein paar Sachen. Nee, habe ich nicht. Quatsch, was erzähle ich? Nein, ein Albed, genau, ein Albed-Lexika hatten wir ja noch gefunden und. Was war denn das? Wo ist meine Karte hin? Ja, da geht's auch schon rasant los. Unser erster richtiger Fight alleine. Ohne Auron. Kein Tutorial. Bitterer Ernst. Na tolle Wurst, es gibt immer einen Fisch, der noch größer ist. Oh oh, sieht nicht gut aus. Das sieht sogar richtig scheiße aus für uns. Oh, hau ab. I made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Ja, den sind wir nochmal davon gekommen. Der war eindeutig zu stark für uns. Ja, ich habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht über unseren Progagonist. Ich komme gerade nicht drauf, ich habe gerade einen Sprachfehler. Ja, was ich sagen wollte.
heat. Fire. Ja, das fängt ja schon wieder gut an. Na, über unseren Charakter wollte ich noch was sagen. Er heißt eigentlich richtig Titus, das wissen wir schon. Und der Gute ist 17 Jahre alt, Blitzballspieler. Ja, und kommt aus Senecant. Das Alter ist hier das Entscheidende, 17 Jahre, auch ziemlich jung. Der Gute? Ja, für die Leute, die es interessant finden. So, speichern tue ich nicht. Wir haben Autosave. Damit brauche ich euch nicht nerven. Wo macht denn der das nicht? Ach, jetzt, ich dachte schon, ich kann mit dem Controller nicht spielen. Ne, das wäre ja sehr ärgerlich gewesen. Gut, ich habe noch eine Menge Xbox-Controller, aber mit denen ja extra gekauft für PC. Damit ich das ein bisschen getrennt habe. Obwohl ich ziemlich viele Xbox-Controller habe. Ich glaube, den hier, ja, der ist ja, ne, eigentlich ist der gar nicht für die Xbox. Also der hat quasi das Design, aber ich kann den nur für PC benutzen. Ich kann den nicht für die Xbox benutzen. Aber für die Xbox habe ich 5 Controller, 5 Xbox-Controller, ja. 5 Stück. 2 S-Controller. 2 richtig alte Controller, noch die schwarzen, die allerersten. Für die Xbox One. Und dann habe ich noch einen durchsichtigen, so aus Plexiglas. Afterglow heißen die, glaube ich. Afterglow. Ja, Afterglow-Controller. Ja, und das hier ist halt ein Narcon. So, hier komme ich wohl nicht... Doch, hier komme ich weiter. Ah. Ja, auf jeden Fall werde ich hier versuchen, alles zu entdecken. Hatte ich ja schon erwähnt in der ersten Folge. Manche Sachen sind auch wirklich richtig gut versteckt. Das haben wir schon. Ah. So, erstmal Finn. Irgendwo ist hier noch eine X-Potion, glaube ich. Guck mal, da ist doch auch noch was. Das, seht ihr das? Das sehe ich doch, dass da noch was ist. Ah, mir war doch so. Mir war doch so. Gut. I need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried.
Don't go out on me! Nah! Just hold on. I'll get more wood. Ja, da geht's auch rasant weiter. Lass den armen Jungen noch mal eine Pause. Was ich noch sagen wollte, das sind eigentlich so die zwei beschissensten Dinge, die einem Menschen passieren können. Kälte und Hunger, ja? Oh, oh, oh. Ich würde sagen, wir heilen uns mal, wa? Wird ja ziemlich angeschlagen. Wow. Zieht ja ganz schön ab, der Kumpel hier. Oh. Da haben wir aber auch schon gekrittet. Ich glaube, ich sollte meinen Namen umändern in Kritian. Die Kavallerie ist da! Ja! Ja, Gott sei Dank, wa? Unter den Items befinden sich spezielle Gegenstände, wie zum Beispiel die Handgranate. Solche Items sind nur im Kampf verfügbar, und zwar im Special-Menü unter Benutzen. Dann werden wir das doch gleich benutzen. Bam! In your face! Gleich nochmal, was so schön, wa? Autsch. Nee, nicht Autsch. Gut, sie ist ausgewichen. So, wir haben keine Handgranaten mehr. Vielleicht hast du welche. Oh, er hat sogar welche. Was für ein Zufall. Nicht normal. Okay. Guck mal, er ist bedudelt, war? Ist er da bedudelt oder? Das ist nur der Hintergrund. Ich glaube, er ist bedudelt. Er kann uns gar nicht mehr treffen. Wenn ich das richtig sehe. Durch die Granaten wird ja dadurch ein bisschen gaga, oder bilde ich mir das gerade nur ein? Er ist down. That was close. Hey, let me go. Redek Drek. Bivin, Irisa, Tekiaka. Bok, Edeku. Gemed? Fed. Trivedek Risa. Dralnia, Drakisha Dave. Ifun Petit. Verpunneket für Drick. Kuno.
kid did Daija. Hey, that hurts. Usujek, right? Whoa. Okay. Hey, nurse. Right, whatever. Do we hood Kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Ja, die sind ziemlich brutal. Da liegt doch noch was. Albed-Lexikon, Band 1 erhalten. Fortschritte im Albed gemacht. Y heißt A. Okay, Y ist bei denen halt ein A. Okay. Ja. Cool. Und wir haben unseren ersten Steam-Erfolg erlangt. Nicht, dass das wichtig ist, aber ja. Oh, almost forgot. Das Sphero-Brett. Die Statuswerte der Charakter entwickeln sich fort, wenn auf dem Brett Spheroiden eingesetzt werden. Schauen wir uns einmal an, was geschieht. Wenn Sie das Sphero-Brett vom Menü auswählen, anwählen, springt der Cursor auf den angewählten Charakter. Sie können den Cursor mit Steuerkreuz bla 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 bewegen. Wenn Sie nun auf das Sphero-Brett schauen, sehen Sie Felder ...... auf denen Sie zum Beispiel Abwehrkraft erhöhen und Abilities erlernen können. Dies sind die sogenannten Aufbaufelder. Durch das Freisetzen dieser Aufbaufelder wird der Charakter aufgebaut. Der Charakter muss in die Nähe des Aufbaufeldes gebracht werden, um es freizusetzen. Gehen wir es mal schrittweise durch, Verzeihung. Wenn Sie A drücken, kehrt der Cursor auf den Charakter zurück. Ein Menüfenster öffnet sich. Wählen Sie jetzt bewegen. Felder, auf die Sie sich bewegen können, leuchten auf. Der Bewegungsbereich hängt vom SLV Sphero Level des Charakters ab. Der SLV steigt, wenn man an Kämpfen teilnimmt und genügend AP sammelt. AP steht für Angriffspunkte, ja, für die, die es nicht wissen. Aber ihr seid ja alle Pros da draußen, ihr wisst das. Ein Charakter erhält nach Kämpfen AP, die zum Erhöhen des SLV dienen. SLV, das Sphero-Level dann wahrscheinlich war. Wenn Sie sich auf dem Sphero-Brett bewegen, verbrauchen Sie SLV. Nimmt der Charakter nicht an Kämpfen teil, erhöhen sich weder seine AP noch der SLV. So bleibt der Charakter immer schwach. Das wollen wir natürlich nicht. Zurzeit ist Xtern auf SLV 4, er kann sich also 4 Felder bewegen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht zu weit bewegen. Sie können dazwischen liegende Aufbaufelder verpassen und damit den Aufbau des Charakters verzögern. Okay, da müssen wir aufpassen auf jeden Fall. Bewegen Sie sich also nur ein Feld und erlernen Sie die Abilities anfeuern. Sie brauchen nicht direkt auf das betreffende Feld vorzurücken. Sie können es auch vom Nachbarfeld aus freisetzen. Alright. Wählen Sie Ihren Zielort. Setzt sich der Charakter in Bewegung, verbraucht er dabei SLV. Ist Ihr Zielort erreicht, werden Sie nochmal gefragt, ob Ihre Entscheidung endgültig ist. Ist sie es, wählen Sie ja. Diese Wahl ist verbindlich. Sie können nicht mehr umentscheiden. Möchten Sie dennoch verpasste Aufbaufelder freisetzen, müssen Sie SLV verbrauchen und zurückkehren. Wenn ein Feld bereits passiert worden ist, verbrauchen Sie für 4 Felder nur ein SLV.
Wenn sie sich jedoch ständig hin und her bewegen, verschwenden sie ihre SLV. Denken sie also gut daran. Denken sie also gut nach, bevor sie handeln. Nun, wenn sie sich bewegt haben, sollten sie jetzt die Aufbaufelder freisetzen. Um diese Aufbaufelder freizusetzen, werden Speruinen benötigt. Diese erhält man zum Beispiel nach einem erfolgreichen Kampf. Drücken Sie A. Bewegen. Und wählen Sie Benutzen. Eine Liste der Speruinen, die Sie besitzen, erscheint. Jeder Speruid hat eine bestimmte Eigenschaft. Ein Kraftspirit setzt zum Beispiel die Felder Angriffskraft, Abwehrkraft und HP frei. Was ab HP heißt, habe ich ja schon gesagt, Heilpunkte. Ein Ability Spirit setzt Ability Felder frei. Sie können jederzeit Aufbaufelder freisetzen, auf denen Sie sich gerade befinden, sowie solche, die direkt neben Ihnen platziert sind. Das heißt also, vom Feld, auf dem Sie sich jetzt gerade befinden, erreichen Sie nur das Ability-Feld, folglich können Sie nur Ability-Speruin benutzen. Wählen Sie nun den gewünschten Speruin. Die Aufbaufelder, die freigesetzt werden können, leuchten auf. In unserem Beispiel haben wir einen Ability-Speruin gewählt, so dass auch nur das Ability-Feld aufleuchtet. Wählen Sie nun ein Feld aus. Das freigesetzte Feld leuchtet auf. Ihr Charakter hat einen Ability Speruin verbraucht und dafür eine Ability erlernt. Wiederholen Sie den Vorgang im Parameter wie Angriffskraft, Magie und die maximale HP bzw. MP Werte, MP Magie Punkte hatten wir auch schon gesagt, zu steigern. Benutzen Sie dementsprechende Kraft, Wundern und Zeit Speruin, um die gewünschten Werte zu steigern. Alle Aufbaufelder, die sich auf dem Spirobrett befinden, können von einem beliebigen Mitstreiter freigesetzt werden. Sie können auch Felder freisetzen, die bereits zuvor von anderen Mitstreitern freigesetzt worden sind. Die Speruin-Stops auf dem Spirobrett sind zurzeit nicht passierbar. Wenn es soweit ist, erfolgt eine Erklärung. So viel zu den Grundlagen des Spirobrett. Verfügt über einige praktische Funktionen. Die aktuellen Statuswerte der Charakter sind mit Y einlesbar. Ja, Leute, ziehen Sie stets die aktuellen Statuswerte in Betracht, wenn Sie Charaktere aufbauen. Mit LB und RB können Sie zwischen Charakter, die Sie bewegen möchten, wechseln. Diese Funktion erweist sich als praktisch, wenn Sie mehrere Charaktere aufbauen oder Ihre Statuswerte vergleichen möchten. Außerdem können Sie mit Start einen Überblick über das gesamte Spirobrett gewinnen. Das wird eine Weile dauern. So viel zum Spirobrett. Bauen Sie nun Ixian auf. Ja, dann werden wir das doch mal schnell machen. Wurde ja super erklärt. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Wenn man immer auf dem Weg bleibt. So, sie kann ich noch nicht aufbauen. Ja, bitte. Gut. Dann werde ich mal speichern, mein lieber Zuschauer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr über Liebe freuen, ja, indem ihr das Video liked, indem ihr das Video teilt, ja. Ihr könnt mir auch gerne was unter das Video runterschreiben, ich werde euch antworten. Ja, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Bis zum nächsten Mal, euer Ixian. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.